Willkommen, bin sehr überrascht, dass unglaublich viele Leute gekommen sind und zwar auch viele Leute, die deutlich jünger sind als wir hier oben. Ich habe mich vorhin natürlich erkundig gemacht, ich habe stundenlang recherchiert und festgestellt, dass wir innerhalb von 16 Monaten ja alle vier sozusagen geboren wurden, nämlich zwischen 1956 und 57. Also das schon mal eine sehr einheitliche Gruppe bilden, aber nur was das Alter angeht. Ich hoffe nicht, was die Inhalte angeht, die wir heute diskutieren wollen. Und dass es auch eine Diskussion wird, aber das hängt von den Themen ab, das wollen wir mal vorgeben. Ich stelle Ihnen jetzt mal die einzelnen Podiumsteilnehmer vor. In der Mitte sitzt Michaela Melian. Eigentlich hat sie einen Akzent auf dem A, eigentlich müsste man noch Melian sagen, gell? Aber es hat sich so eingebürgert, Melian zu sagen, eingedeutscht. Sie kommt aus München, hat hier auch studiert, Kunst. Und Ende der 70er Jahre das Fanzine, kann man sagen, Fanzine Modern Verzweiflung gegründet, oder war es eine Zeitschrift? Ich sage eher ein Underground-Magazin. Ja, genau. Oder Zeitschrift. Es gab ja zu der Zeit sehr viele Fanzines, die man selber hektografiert hat und so weiter. Modern Verzweiflung, so. Ein Heft, das anders war, als was in den 70ern vorher passiert war an Kunst- und Pop-Magazinen. Und dort hat sie auch Thomas Meinecke kennengelernt, Justin Hoffmann, Winfried Petzi und zusammen haben sie die Band Freiwillige Selbstkontrolle gegründet, 1980. Die gibt es bis heute und Michaela spielt dort Bass und singt. Und wie gesagt, später nannten sie sich dann nur FSK ab 89 und sind eine Band, die immer noch existiert und die hier in der Ausstellung ja auch zu sehen ist mit einer Stellwand. Letztes Album, vor kurzem erst erschienen, Akt, eine Treppe hinabsteigend. Michaela, du hast auch viele Hörspiele gemacht inzwischen, Kunstausstellungen gemacht, jede Menge. Es gibt diese berühmten Memory Loops, die mehrfach ausgezeichnet wurden, diese Hörbar, die man irgendwie per Handy, wenn man durch München geht, kann man Stimmen von Zeitzeugen aus dem Dritten Reich sehen. Deswegen habe ich es auch so komisch gefunden, dass wir uns jetzt als Zeitzeugen dargestellt werden. Das ist sozusagen, das klingt schon so steinalt. Aber da kann man im Memory Loops, ich weiß nicht, ob es Ihnen bekannt ist, da gibt es bestimmte Plaketten in der Stadt München und dann kann man dort Hörbeispiele aufrufen. Das ist eines von vielen Projekten, die Michaela gemacht hat. Föhrenwald ist ein anderes. Sie hat als Musikerin, ich weiß gar nicht, wo ich aufhören soll, es ist so viel, was ihr alle gemacht habt, das ist der helle Wahnsinn. Als Musikerin drei tolle Elektroalben gemacht und sich damit eigentlich nochmal neu erfunden mit Karl Oesterheld, fährt also auf vielen Schienen gleichzeitig. Michaela, erste Frage an dich, wann ist dir der Begriff, kannst du dich erinnern, das erste geniale Dilettanten das erste Mal in den Sinn gekommen oder in den Weg gekommen? Ja, ich denke, wie alle, die jetzt hier sitzen, haben wir das entweder wie hier mein Nachbar erfunden und ich habe das eigentlich halt aus den Zeitschriften oder im Fanzines, die man gelesen hat, mitbekommen, dass es diese Publikation dann gab von Wolfgang und von der tödlichen Doris. Und aber wir können dann nachher da drauf einsteigen, was es genau abbildet und inwieweit auch mit dem Titel der heutigen Veranstaltung das Nicht-Können produktiv machen, inwieweit das sozusagen von ganz unterschiedlichen Seiten überhaupt gemacht wurde. Hättest du dich selber damals auch gesagt, ja, ich bin eine geniale Dilettante? Das finde ich jetzt schwierig, weil ich habe natürlich schon mal, weil ich jetzt hier auch als weibliche Protagonistin sitze, habe ich immer ein Begriff mit dem ein Problem mit dem Geniebegriff. Ich kann das nur akzeptieren, weil er natürlich hier witzig gemeint ist. Und das heißt ja nicht Dilettanten, sondern Dilettanten. Dein Schlagwort hier. Und mit dem Dilettantismus hatten wir jetzt als FSK auch eine Schwierigkeit, würde ich sagen, weil man natürlich Sachen sich getraut hat zu machen, die einem nicht zustehen. Aber gleichzeitig, würde ich sagen, waren wir schon eher von einer konzeptuellen Vorgehensweise, dass man eher reduziert. Und wenn jemand in der Band, wie bei uns jetzt zum Beispiel Justin Hoffmann, sehr gut spielen kann, der durfte nicht gut spielen. Also deswegen ist der Begriff Dilettantismus hier ein bisschen schwierig. Das ist ein freiwilliges Zurücknehmen eher gewesen. Freiwillige Selbstkontrolle, genau. Genau, dachte ich. Jetzt weiß ich ja, wo der Name herkommt.
verstehe. Aber eben das mit dem Trauen, das finde ich sehr interessant, das können wir nachher noch ein bisschen vertiefen, also sich zu trauen, was zu machen. Das hat Gudrun Wuth zum Beispiel aus Berlin, die auch eine wichtige Figur in der Szene war, die mit Mania D und Malaria Frauenbands gegründet hat in Berlin. Die hat es auch kürzlich erst bei uns im Interview gesagt, man hat auf einmal es geschafft, sich zu trauen. Das war wichtig. Neben mir sitzt Dietrich Dietrichsen. Viele werden ihn kennen. Er ist einer der wichtigsten Pop-Theoretiker, wenn nicht der wichtigste überhaupt in Deutschland. Er hat angefangen als Journalist bei der Zeitschrift Sounds noch, als es die gab, in den 70er Jahren. Ist später zu Spex gewechselt, 1980 gegründet. Die haben gerade ihr 35-jähriges Jubiläum gefeiert mit einem Heft, wo das erste Heft, hast du da eigentlich auch schon drin geschrieben, im ersten Spex-Heft? Nein, da waren wir Konkurrenten und hatten unterschiedliche Positionen zur Situation. Ich glaube, ich habe zuerst Ende 82, Anfang 83 für Spex geschrieben und habe erst seit 85 da mitgemacht. Also in der Redaktion mitgemacht. Auch Chefredakteur gewesen, ne? Wir hatten keinen Chefredakteur, aber ich war verantwortlich im Sinne des Presserechts. Okay. Ja, er hat übrigens auch in der Band gespielt, die auf der Compilation zu dieser Ausstellung in der Dilettanten auch ein Stück vertreten ist, Nachdenkliche Wehrpflichtige, sehr passender Name auch zu diesen, wissen vielleicht wenige, man kann Dietrich auch mal, hast du da gesungen eigentlich? Ja, ob man das so ein Singen nennen kann, also da ja hier der Dilettantismusbegriff schon in Anschlag gebracht worden ist, ich habe also gesprochen, gesungen und meine Stimme gebraucht, aber auch andere Arbeiten erledigt. Genau, und du hast ja lange in Hamburg gelebt, hast die Szene eigentlich von dort aus beobachtet? Also den Zeitraum, um den es hier im Kern geht, den habe ich von Hamburg aus erlebt. Also ich bin in Hamburg 83 weggezogen, also ich habe bis 83 in Hamburg gelebt und allerdings habe ich mich auch viel in den damals beiden wichtigsten anderen Zentren in Düsseldorf und West-Berlin aufgehalten, aber ich war auch schon ein bisschen lokalpatriotisch, was Hamburg betrifft, ja. Um dann doch nach Köln zu ziehen, als bei Spex wichtiger. Ja gut, aber das war eine ganz andere Zeit, da waren diese ganzen Produktionen nicht mehr so wahnsinnig wichtig und da, wo sie es noch waren, waren sie auch nicht mehr so ortsspezifisch. Also diejenigen, die sozusagen diese ersten 4-5 Jahre dieser meinetwegen genial-dilettantischen Periode überlebt hatten und weiter interessante Sachen machten, waren dann nicht mehr an eine lokale Szene so stark gebunden. Und es dauerte wieder eine Weile, bis sich so der Underground der BRD dann wieder so über Orte konfigurierte. Also ich würde sagen, das war wichtig bis 82, 83, danach waren die Städte nicht mehr so wichtig. Über Berlin werden wir trotzdem noch reden, dann auch mit Wolfgang natürlich. Ganz kurz noch zur Biografie. Seit 90 hast du aufgehört bei Spex, seitdem sehr viele Dinge getan, sehr viele Bücher geschrieben, Lehraufträge angenommen an Kunsthochschulen, zum Beispiel hier an der Akademie in München, der Bauhaus-Uni in Weimar. Seit 99 lebst du jetzt selber in Berlin. Was war eigentlich der Grund, warum nach Berlin zu ziehen dann? Ja, die Gründe, in Köln zu bleiben, schnurrten zusammen bei gleichzeitigen, ich will nicht auf das Standardargument hinaus, aber das ist nicht unwichtig, gleichzeitigen Steigen von Mieten. Es war der letzte Anschluss war tatsächlich eine Mieterhöhung, die ich im Jahre 98 für eine 60 Quadratmeter Wohnung bekommen habe in Köln, im Zentrum von Köln, die damals schon höher gewesen wäre als das, was ich heute noch für eine 160 Quadratmeter Wohnung in Berlin zahle. Aber also insofern. Also es waren keine berufliche Gründe in dem Sinne. Nein, das waren natürlich auch berufliche Gründe, denn ich habe bei Spex dann ja nicht mehr, ich war nicht mehr Redakteur, aber ich war noch ein Bestandteil des Verlages und der Verlag wurde dann auch, die haben wir dann auch irgendwann veräußert und die anderen Beteiligten des Verlages waren dann auch nicht mehr in Köln. Insofern gab es eigentlich keinen starken Grund mehr in Köln zu bleiben. Mhm. Genau, mir fällt nur gerade ein Artikel an, der mich sehr bewegt hat, der erschien 1992, The Kids Are Not Alright, wo es um die Krawalle in Rostock geht, um die Aufstände der Neonazis im Osten, den ich natürlich auch selber sehr toll fand, allein schon des Titels wegen, weil es gab ja einen Song von The Who, der hieß The Kids Are Alright, das haben sich viele verstanden und dann schreibst du The Kids Are Not Alright. Wie findest du die Kids heute eigentlich? Ja. Ja, gute Frage. Sie musst da nicht drauf antworten. Sie sind ja auch damals nicht durch die Bank not alright gewesen, sondern es musste darauf hingewiesen werden, dass sie nicht mehr automatisch alright sind.
mit diesem Satz in der Überschrift. Und das ist, glaube ich, nach wie vor zutreffend, dass sie das nicht automatisch sind. Gut, dann gibt es eben diverse Bücher, viele von euch werden die gelesen haben, Sex bieten, fast ein Klassiker, Freiheit macht arm, der lange Weg nach Mitte, der in jeder Beziehung gilt, Berlin Mitte, auch die Mitte der Gesellschaft. Und vor kurzem erst, vor zwei Jahren oder vor einem Jahr erst erschienen, über Popmusik, das große Opus Magnum, würdest du das nennen, über Popmusik? Ist das irgendwie abschließend auch? Nein, und dass es ein Opus Magnum heißt, war, das hat der Verlag da reingeschrieben und das wird seitdem so... So kolportiert? Ja, und ist natürlich extrem peinlich für mich. Also du wirst weiterhin über Popmusik schreiben? Ja, ja. Warum nicht? Ja. Was waren die genialen Dilettanten für dich? Was war diese Zeit für dich, also für deine Sozialisierung als Autor? Ja, die genialen Dilettanten jetzt, dass die so die Markierung sind, also das war schon ein Ereignis, das ich damals zur Kenntnis genommen habe und ich fand den Begriff auch ziemlich gut. Und wir hatten auch Diskussionen natürlich über Dilettantismus auch schon vorher. Und dass das also dann so stark gemacht wurde von diesem Festival, hat mir gut gefallen. Aber trotzdem war das nicht so der übergeordnete Ansatzpunkt, weil da so von heute aus gesehen finde ich es plausibel, von da aus vieles zu konstruieren. Aber damals waren eine Orientierung in der Generationenabfolge wichtig. Also man erfand sich sozusagen oder verstand sich als eine Post-68er, definitiv mit 68 nicht mehr in Verbindung stehende Generation, die trotzdem aber eine der Linken und der Kulturrevolution sein wollte. Das war sozusagen eine Konstellation, die man irgendwie bewältigen musste und das bildete sich ab in allen möglichen Anti-Haltungen, also bestimmte Traditionen, die zwischen 68 und 78 entstanden waren, nicht fortzuschreiben, nicht mitzumachen, sowohl im musikalischen wie auch im Umgang mit bildender Kunst, auch überhaupt die Nähe zwischen in meiner Sozialisation, hat er ja gefragt, dass zwischen bildenden Künstlern und schreibenden Leuten, das war eine wichtige Rahmenbedingung und dann aber auch so eine Bezugnahme auf die lokalen Verhältnisse, von denen man unmittelbar umgeben ist und weniger zu träumen von Kalifornien oder Indien oder wovon man so träumte. Gut, jetzt kommen wir last not least zum Wolfgang Müller, der den Begriff geniale Dilettanten zuerst verwendet hat, nämlich zum Beispiel mit dem Festival in Berlin 1981, ein wichtiges Jahr für die ganze Szene, glaube ich auch. Man merkt ja auch immer, es sind irgendwie zeitverzögert, England Punk 76, 77, in Deutschland kam das später an, kann man sagen. Er hat auch studiert, auch an der Hochschule der Künste in Berlin, hat dann die Gruppe Die Tödliche Doris gegründet, die keine richtige Band war, sondern eine Performance-Künstlergruppe, die alles Mögliche gemacht haben, auch Musik. Und ich werde nie vergessen, Wolfgang, ich habe mal eine Mail geschrieben, da kannten wir uns noch gar nicht, ich habe eine Mail geschrieben, ob ich nicht mal ein paar Musiken haben könnte per MP3. Und dann hat Wolfgang eine Viertelstunde später hat mir den gesamten Katalog von Tödliche Doris einfach so geschickt. Ich fand das großartig. Also es gibt sehr viel Musik von der Tödlichen Doris online jetzt auch, oder? Ja, also wer mich anschreibt, der kriegt das zugeschickt. ein paar Jahre habe ich es verschenkt, aber dann kam die GEMA neue Gesetze gemacht. Dann habe ich gedacht, das muss man mich persönlich fragen. Dann kann ich das so. Also man kann irgendwie sehr viel Musik von der Tödlichen Doris einfach, indem man, wohin schreibt? Bitte? Wohin schreibt man dann? E-Mail? bm@die-tödliche-doris.de. Okay. wie gesagt, es gab dieses Festival 81, gab es auch ein Buch und es gab dann unglaublich viele interessante Produkte, die Wolfgang Müller hergestellt hat, zum Beispiel ein Album mit hörbar gemachten Ultraschalllauten von Fledermäusen. Er hat mitgespielt in einem von Jörg Buttgereits klassischen Horror-Splatter-Film aus Berlin, Nekromantik 2. Was hast du da gespielt? Ja, stimmt, da rede ich über den Riesenalk, über einen ausgestorbenen Vogel. Das ist Film im Film. Und das ist auch der einzige Film jetzt, also der Film, wo ich angesprochen wurde, und zwar von einem Isländer in einer Kneipe in Reykjavik. Der sagte zu mir, ganz junger Typ, sag mal, kann es sein, dass du in einem Horrorfilm mitgespielt hast? Und das hat mich total, ich war total baff, weil ich damit überhaupt nicht gerechnet hat. Und der hatte diese Nekromantik gesehen und da spreche ich über, dass die Isländer 1844 die letzten beiden Riesenalken getötet haben, die heute in Kopenhagen im Museum sind, in Formalin eingelegt oder so. Und dadurch kannte der mich.
Kann man sagen, diese Filme waren übrigens zu dieser Zeit verboten in München. Also die Polizei schritt ein, als die hier im Werkstattkino gezeigt wurden, wurden die beschlagnahmt, weil sie so ganz furchtbar schreckliche Bilder gezeigt haben. Heute kann man sie, glaube ich, auch einfach so bei Amazon bestellen. Aber unsere erste LP war auch indiziert, okay, in der Bundeszentrale für jugendgefährdende Schriften. Da stand dann, dass es zwar keine Pornografie sei, aber Jugendliche könnten das missinterpretieren. Das ist eine ganz lange Begründung. Ja. Das hast du noch hoffentlich. Ja. Was? Das kann man auch mal veröffentlichen. Das hast du noch hoffentlich. Ja, das habe ich. Ja. Genau. Also, und das hat Island schon angedeutet, dann wurde die Insel Berlin wurde ja sozusagen aufgelöst, 89, 90. Und er ist dann nach Island gegangen, immer mal wieder, und hat dort gearbeitet und gelebt und hat, das fand ich am besten, weil die Ausstellung ist ja hier ein Produkt des Goethe-Instituts, und zumindest die, nicht die Bilder, aber die Stellwände zu den genialen Dilettanten, und hat dann in Island ein Goethe-Institut gegründet, was ich toll finde, aber er hat das Goethe-Institut in Deutschland nicht gefragt. Da kam dann auch Post, ne? 3 Jahre danach, also... Weil das war dann schon, dass der Botschafter zur Veranstaltung kam. Also ich hatte eine Zweigstelle des privaten Goethe-Instituts, Anführungsstrichen, von Reykjavik in einem Friseursalon in Berlin-Mitte gegründet. Und der Botschafter, die isländische, kam dann dort zur Eröffnung. Und das war dann eben, dann kriegte ich so ein Einschreiben mit Rückschein. Das hat sich aber alles geklärt. Also ich bin jetzt der Präsident der Walter von Goethe Foundation, der Enkel von Goethe ist das. Genau, es war eben gar nicht Johann Wolfgang, sondern es war Walter von Goethe, der gemeint war. Ja, und dann auch Gastprofessur an der Kunsthochschule in Hamburg. Also wir haben es hier eigentlich mit allen, mit 3 Kunstprofessoren zu tun, ja, muss man sagen. Ja, stimmt, war ich auch mal. Wer nichts wird, genau. Hat Dietrich gesagt, um Gottes Willen. Wolfgang Müller hat inzwischen einige Hörspiele gemacht, auch für den Bayerischen Rundfunk. Er hat ein Album rausgegeben, was ich auch ganz großartig fand, in Gebärdensprache, was auf DVD natürlich erscheint, sozusagen Musik für Leute, die nicht hören können. Er hat diverse Schriften veröffentlicht, Subkultur West-Berlin 79 bis 89, dein Bestseller oder so, da hast du eigentlich diese Zeit auch schon mal aufgearbeitet für dich, wo sich heute noch Leute beschweren, die nicht vorkommen. Ja, gerade heute über Facebook. Genau. Da ist die Geschichte aus Wolfgangs Sicht dokumentiert, und ich fand ja sehr schön den Roman Kosmas, vor 4 Jahren erschienen, der sich auch mit dem Kunstbetrieb beschäftigt und einem Fisch, einem Hai, der eingeschweißt wird und langsam anfängt zu stinken und so weiter. Ja, Gunther von Hagens und Damien Hirst treffen sich, ne? Weil beide irgendwie lebende Wesen sozusagen in toten Zustand konservieren. Genau. Jetzt sind sie im Museum gelandet, die genialen Dilettanten, 35 Jahre später, fast. Was ist das für ein Gefühl? Ist das Projekt damit ein erledigter Fall, geniale Dilettanten, für dich? Ja, also ich finde das natürlich irgendwie toll, ne? Ein Druckfehler, das ist jetzt auch nichts Neues, das ist ein Druckfehler, Dilettant. Also da gibt es ja von Duchamp auch diese Wrong, Wrong. Also ist auch ein Fehler, hat er sein Fansign genannt, 1920 oder so. Also ein Fehler sozusagen, den man entdeckt beim Fertigstellen eines Buches. Das ist ja eigentlich mit Heidi Paris vom Merve Verlag und Peter Gente entstanden. Und dann haben wir halt diesen Flyer gesehen und gesagt, ja, was machen wir jetzt? Das ist ja ein Druckfehler, das haben wir eigentlich da erst entdeckt. Und wenn man das dokumentieren will, dann behält man den Druckfehler. Und dann findet man noch beim Duden, Dilettant, Dill kommt gleich danach mit Doppel-L. Also passt doch prächtig. Genau. So, ich hoffe, Damen und Herren sind jetzt ausführlich genug vorgestellt. Dann müssen wir jetzt mal ins Detail gehen. Und die erste Frage, die sich mir so aufdrängt, auch wenn sie banal wirkt, ist, was haben die genialen Dilettanten mit Punk zu tun? Oder kann man das von Punk abtrennen? Oder Michaela, was hast denn du mit Punk zu tun? Immer muss ich zuerst dran. Also ich habe, glaube ich, nichts, also persönlich nichts mit Punk zu tun, außer dass ich natürlich von der Generation gleichzeitig am Start war und natürlich auch zu Punk-Konzerten ging und auch Freunde hatte, die sich mehr dazu orientiert hatten. Aber wir speziell haben uns natürlich da nicht dazugehörig gefühlt. Und das ist dann vielleicht eher schon eine Art New Wave gewesen. Und das ist aber alles gleichzeitig. Und aus heutiger Perspektive ist es sehr schwierig, das auseinander
es müsste genauer auseinandergedröselt werden, weil es immer über alles über einen Kamm geschert wird. Also FSK ist heute auch eigentlich wird sehr oft als eine Art aus der Punkzeit, als wir angefangen haben. Aber im Endeffekt, denke ich, gibt es natürlich bei all diesen Anfängen einen gemeinsamen Impuls. Und das sind natürlich verschiedene Sachen, wie einmal die Produktionsmittel übernehmen, sie selber definieren, Sachen machen, die nicht vorgesehen waren mit den Leuten, die man sich selber dazu sucht, und dass es auch sich nicht in eine Verwertungslogik einspeist und auch bestimmte Orte damit besetzen, entweder in der einen oder anderen Form. Und da hat sich ja natürlich, kann man in der Ausstellung nur vermittelt natürlich sehen, hat sich in die 80er Jahre unglaublich viel ästhetisch allein verändert, wie man aussah, was man für Musik gemacht hat, welche Instrumente man gespielt hat, weil es ja ein permanentes Hase- und Igel-System auch ist im Pop. Man reagiert ja, was machen die anderen, dann geht bestimmt das schon wieder nicht mehr, obwohl man es gerade mal einen Monat gemacht hat. Und so ist auch ein bisschen die Geschichte von FSK. Die Clubs sehen anders aus. Es gibt Orte, die gibt es mal für 3 Monate, dann gibt es sofort wieder neue Orte, die sehen aber wieder komplett anders aus. Und vielleicht als Gemeinsamkeit kann man auch sagen, da wo alles anfing, dass man in Orten spielen musste, die dafür nicht vorgesehen waren. Also entweder in Plüschcafés oder Dixie-Läden oder was auch immer, Rockschuppen. Und dadurch, wie man dort reinkam, weil es nichts anderes gab, wurde man da reingebucht und es wurde sozusagen umdefiniert. Und dadurch gibt es, glaube ich, schon eine ganz gleiche Ausgangssituation. Also der Impuls von Punk, der erstmal war weniger die Ästhetik, sondern der Impuls von Punk war der wichtig. Also bei FSK-Konzerten hier in München in den 80er, in den ersten 2 Jahren, wir haben ja immer in der Kunstakademie unsere Konzerte erstmal gegeben, war die Hälfte des Publikums waren Punks und die andere Hälfte waren Hippies. Und es gab dann eben in der Regel, also einmal gab es eine riesen Schlacht dann auch des Publikums, es wurden Bier noch in Flaschen verkauft. Und es wurde sehr viel dann auch zertrümmert in dem heute renovierten Kolosssaal, den man sich nicht mehr vorstellen kann, wie der damals aussah. Also er sah aber damals besser aus, würde ich sagen, als heute. Ja, ich glaube auch. Definitiv besser. Also, aber Wolfgang, wie ist es für dich? Ich glaube, Punk in Berlin war anders als zum Beispiel in München auch. Also, ja, oder? Also ich glaube, so gibt es schon eine Ähnlichkeit auf eine gewisse Weise. Also wenn so Michaela sagt, verschiedene merkwürdige Orte, auch Plüschcafés, das findet genau auch in West-Berlin statt, oder auch in Ost-Berlin, dass es merkwürdige Orte sind, die eigentlich überhaupt nicht passen. Und dann gibt es eben so Orte wie zum Beispiel Frontkino, das war so eine Fabriketage, da habe ich dann zum Beispiel dann dem Leiter da gesagt, ja, sag mal, kann man nicht mal den Bruno Hoffmann hierher bringen? Bruno Hoffmann hatte ich gesehen im Merbe-Verlag, der hat da aufs Duchamp das große Glas 4 Stunden vorgetragen, es war kaum auszuhalten. Und immer so Krach gemacht, keiner hat es verstanden, Leute guckten nachher nur so irre rum. Und das konnte man im Frontkino dann machen, das ging 6 Stunden, hat er mit so Kapuze Duchamp vorgelesen und da saßen dann 20 auch Punks. Und hörten sich Duchamp an, auf so Heuballen. Die wollten eigentlich noch Schafe haben, die kriegten wir nicht vom Kinderbauernhof. Aber solche Aktionen im Kunstbetrieb wären die nicht möglich gewesen, zum Beispiel. Das ist ja auch wichtig. Das war viel zu klassisch, zu traditionell. Also so performative Sachen waren da überhaupt nicht möglich. Also außer man war dann wie 70 schon oder sowas. Aber ja, Punk war ja auch, ist immer noch eine Definitionsfrage. Also manche sagen ja auch, Punk hat schon mit Patti Smith angefangen, ja auch überhaupt nicht diesen Kriterien entspricht. Wie habt ihr das bei Sounds damals, da gab es da eigentlich da Fraktionen, die sich da gebildet haben? Bei Sounds muss man dazu sagen, für Leute, die das Heft nicht kennen, gab es schon sehr lange, also ich weiß nicht, seit 69 oder sowas, ne? Oder 66 schon, ja. Und die hatten halt irgendwie, war das intellektuelle Musikblatt, also nicht zu vergleichen jetzt mit Musikexpress oder dergleichen, sondern haben schon damals, also auch in den 70ern, ich habe das auch schon gelesen, als 15-Jähriger, dann irgendwie sehr analytische Artikel und kritische Artikel über Pink Floyd oder sowas geschrieben. Und dann kam Punk dazu. Wie war das in der Redaktion, als das Phänomen aufkam? Und wie hast du dich dazu verhalten, Dietrich? In diesem Fall gehörte ich ja zu dem Außen dieser Redaktion. Also die Redaktion hat 1979 festgestellt, dass sie nicht mehr mitkommt,
über dem, was in der Welt passiert und in einem Akt heroischer Selbstentleibung einfach drei Nachfolgerinnen gesucht, drei Nachfolger natürlich dann gefunden, die ihnen sozusagen die Gegenwart erklären sollten und an ihrer Stelle weitermachen. Und insofern, das waren wir bereits als Ergebnis dieser Suche. Mhm. Ich glaube, wir waren nicht besonders gut darin, diese neue Generation zu repräsentieren oder sozusagen auch die plausibel anzuschließen. Und das, was da war, das war zeitweilig dann ein ziemliches Durcheinander aus verschiedenen Positionen. Und wie du richtig sagst, es gab Fraktionen in der Tat. Aber ich denke, das Nebeneinander zwischen Punk und allem anderen, wovon hier die Rede ist, also so dadaistischen Dingen oder performativen Dingen, hatte also was zu tun mit der mit den extrem kleinen Szenen, die es damals gab. Also alles, was sich irgendwie für was Neues hielt, generationell oder von den Produktionsmitteln her oder vom künstlerischen Selbstverständnis her, war mehr oder weniger auf dieselben drei Lokale angewiesen in diesen Städten, in denen überhaupt irgendwas passierte. Und das brachte eine Nähe, die dazu führt, dass man gezwungenermaßen auch die jeweils andere Seite mitbekam. Und Punk war zunächst mal auf der Ebene von Musik ja das, erstmal auch ein Import, also das spielte ja zunächst mal in Großbritannien, in den USA und so weiter, bevor es dann sozusagen in der BRD entsprechende Reaktionen darauf gab. Und dann gab es eben einerseits so Reaktionen, die auf die künstlerischen, auch sich selbst künstlerisch gerierenden Aspekte davon reagierten, andere, die darin mehr die Selbstermächtigung zum Krawall verstanden. Und es gab auch sehr schnell ein Klassenkonflikt. In den einschlägigen Kneipen waren sozusagen Leute, die kamen aus der Mittelschicht und studierten an der Kunstakademie, und es gab gleichzeitig junge Arbeitslose. Und die hatten dann erstaunlicherweise auch geschmacklich unterscheidbare Präferenzen und hielten sich aber an denselben Orten auf. Und das ist natürlich etwas, was in der Geschichte von Jugendkulturen nicht so oft der Fall ist. Das ist eine gute Sache. Eine gute Sache, die zwar oft auch zu blutigen Reibereien führte, aber die also natürlich auch eine ganze Menge brachte. Unter anderem auch die Tatsache, dass es also dann in Hamburg, wo ich es am stärksten mitbekommen habe, ziemlich lange eine auch, wie soll ich sagen, einerseits politisierte, aber andererseits auch ästhetisch nicht ganz blöde politisierte Punkkultur gab. Ne? Später, nicht in diesem ersten Zeitraum, wo das noch diese totale Konfrontation war. Also es war, ich würde sagen, es war es war zeitgleich, und es gab beide Seiten trank nicht nur in demselben lokalen Bier, sondern kauften auch in denselben independent Schallplattenläden. Auch da mussten dann irgendwelche Leute dann nunmehr eher tagsüber damit umgehen, dass jemand irgendwie Razors oder Buttlock Singles kaufen wollte oder aber eben die tödliche Doris, und das war auch nebeneinander, das war auch im selben Laden, und hatten auch sonst eine in diesen Städten mit wenig Platz vergleichsweise Freizeitgestaltung. Ne? Das ist, glaube ich, ein entscheidender Punkt gewesen. Und auch die Idee, Independent Labels zu haben oder über Independent Labels zu vertreiben, das einte auch beide Szenen. Ne? Wenn man sie auf zwei verkürzen will, vielleicht waren es auch mehr als zwei. Ne? Hm. Kann man denn verkürzend sagen, dass die genialen Dilettanten Punk für Intellektuelle waren? Na, ich würde sagen, die genialen Dilettanten, also nicht alles, was nicht Punk war, waren die genialen Dilettanten. Das war ein Begriff, der eben von diesem einen Festival kam. Es gab alle möglichen, ich würde eher sagen, kunstorientierten und kunsthochschulsozialisierten Praktiken, die sich teilweise auch nicht als dilettantisch verstanden. Also Palais Schaumburg oder Mittagspause, weiß ich nicht, waren definitiv jetzt nicht Punk in dem einen Sinne, aber sie waren auch nicht unbedingt interessiert an Dilettantismus. Oder es gab auch ganz andere Auffassungen von Dilettantismus. Es gibt ja sozusagen immer die Vorstellung, Dilettantismus ist, ich möchte etwas Bestimmtes tun, was man auch richtig tun kann. Ich kann es aber nicht richtig tun, also mache ich es nicht richtig, und das finde ich dann aber gerade gut. Und die andere Möglichkeit ist, ich mache irgendetwas, wofür gar kein Können vonnöten ist oder eine Idee von Können. Also der Begriff geniale Dilettanten passt sozusagen von heute aus ganz gut auf viele Phänomene, aber damals war es so, dass ich will sagen, das war auch der Jargon, mit dem man damals sprach, Künstler versus Punks. Ne? Mhm. Aber worauf man sich einigen konnte in beiden Szenen, also Punks und geniale Dilettanten, war auf jeden Fall die Abgrenzung gegenüber den Hippies. Stimmt. Das war wichtig. Und, ja, das stimmt. Michaela, wie war das für dich? War das dir auch wichtig? War es Mode und Verzweiflung wichtig am Anfang schon? Dass man so alles, was damit zu tun hat, die Hippie-Kultur, die politische Dimension und so weiter, dass man eine Abgrenzung findet und eine neue Sprache, eine neue Ästhetik findet?
Genau, darum ging es. Also im Endeffekt ist es natürlich so, dass jeder von uns natürlich in der Pubertät noch in der Hippie-Kultur verankert war, auch längere Haare hatte die Jungs und auch natürlich durch Anti-Atomkraftbewegung und so weiter. Und dann die ganzen Lehrer waren ja auch natürlich, hatten eine Art linke Biografie, würde ich mal sagen, die Norddeutschen jetzt eher als die aus Bayern kam. Aber trotzdem gab es auch an meiner Schule ein paar fortschrittliche Lehrkräfte. Aber es gab auch noch viele alte Lehrer aus vergangenen Zeiten. Aber im Prinzip war das natürlich schon klar, dass ab 79, 80 da sozusagen ein Hebel umgelegt werden musste. Und es war ja sozusagen auch, man muss es immer auch in den Kontexten sehen, wird ja immer vergessen. Es war einmal war sozusagen eine ganz gemütliche Stimmung in der BRD, aber trotzdem gab es natürlich die Geschichte mit der RAF. Und viele ungelöste Geschichten, wo man nicht wusste, wie kann man überhaupt noch politisch jetzt produktiv werden, wenn man nicht zur RAF gehen will oder in die nächste Generation. Und es hat ja dann, wenn wir jetzt hier über die Ausstellung reden, die ja die 80er Jahre abbildet, schon genau mit dem Niedergang eigentlich über diese Epoche, über die wir jetzt reden, die sich dann sozusagen strategisch verhalten muss, kam genau Helmut Kohl. 82. Und das ist genau diese, ich würde sagen, die wichtigen Jahre, über die wir jetzt vielleicht hier reden sollten, wo das Handwerkszeug für uns auch definiert wurde. Es gab ja keine Role Models, außer jetzt in Amerika und England, die dann später bestimmen, wie man weiter vorgeht, welche Verfahren man erfindet und welche Leute sich zusammentun. Das ist genau in diesen ersten 3 Jahren, ich würde sagen 79 bis 82 passiert. Und es war ja schon so, dass wenn FSK oder Freiwillige Selbstkontrolle damals 1980 den ersten Auftritt in der Hamburger Markthalle hatte, unser erster Auftritt war in Hamburg, nicht in München. Es wurde auch viele Jahre gedacht, wir sind eine Hamburger Band, weil wir ja auf Zickzack unsere Platten veröffentlicht haben und wir auch gar nicht als eine Münchner Band wahrgenommen werden wollten. In Hamburg, als wir diesen ersten Auftritt hatten bei diesem Festival von Alfred Hilsberg, war gefühlt das Publikum 95% Punks. Mhm. Aber trotzdem war es dann so, dass auch solche Äußerungen wie unsere jetzt in Militäruniformen und ohne Schlagzeug und wir standen zu viert nebeneinander wie die Heilsarmee in unseren Bundeswehruniformen und haben zu einem Drumcomputer gespielt, hat trotzdem eine hohe Akzeptanz erfahren. Und das ist schon interessant, dass es eben eigentlich um andere Zeichen auch geht. Und es ist genau wie Dietrich gerade gesagt hat, die Szene war ja so klein, also in München gab es durchaus auch eine Szene und es gab auch ein paar Orte, wo man sich versammelt hat, aber man kannte alle. Und genauso kannte man alle, wenn man in Regensburg gespielt hat, schon beim Soundcheck standen alle rum, die sich damit identifiziert haben. Egal, ob das Regensburg oder Bielefeld, Forum Enger, was dann wieder sehr eng mit der Bielefelder Uni verknüpft war. Eigentlich in jeder Stadt gab es, also auch in den kleineren Städten oder speziell Unistädten, gab es diese ganz wichtigen Orte, wo man gespielt hat, komische Jugendzentren, komische Cafés, wo bevor man überhaupt angefangen hat, schon die Szene da war. Ja, es ist interessant, weil dieses Wiedererkennen, dass es so eine ganz klar definierte Szene war, man konnte die Leute sozusagen auch äußerlich schon auf der Straße erkennen. Das ist, glaube ich, ein Riesenunterschied zu heute. Wenn dir heute jemand mit irgendeinem popkulturellen Item entgegenkommt, weißt du nicht, ob das dein Freund sein kann oder nicht. Weil damals war das sozusagen eher möglich, weil du irgendwie zum Beispiel ein Joy Division Badge ganz klein am Revers hattest oder sowas. Das war eher wichtig. Aber reden wir ruhig mal kurz über diese Zeit, in der das Ganze, die ist natürlich, und die politischen Umstände, denn das ist nicht unwichtig und gerade viele Leute, die es nicht erlebt haben, muss man sagen, Ende der 70er Jahre ist Helmut Schmidt noch an der Macht, er ist Bundeskanzler in einer langsam abdimmenden sozialliberalen Koalition mit Genscher, damals Hans-Dietrich Genscher als Außenminister und Vizekanzler. 1980 wird gegen ihn Franz Josef Strauß von der CSU als Kanzlerkandidat kandidieren, was Schmidt nochmal den Arsch rettet sozusagen, sonst wäre damit der Machtwechsel damals schon Erfolg möglicherweise. Und wir haben 1977 den Deutschen Herbst erlebt und der für diese Generation, die jetzt hier sitzt, auch, glaube ich, recht prägend war. Da verändert sich was in Deutschland. Ich habe mit Gabi Delgado Lopez von DAF, Deutsch-Amerikanische Freundschaft, ein Interview gemacht kurz
Und da sagt er auch, er sagte, da war Schluss mit Friede, Freude, Eierkuchen in Deutschland. Da hat sich was gewendet. War das für euch auch so? War das ein Break in eurem Ding? Vielleicht Dietrich mal am Anfang. Ja, also wenn man heutzutage irgendwas über die Geschichte so der 70er Jahre in der BRD liest, auch gerade so was englische Autoren wie David Stubbs jetzt zum Beispiel darüber schreiben, da hat man das Gefühl, da kann man den Eindruck bekommen, bis 77 wäre quasi so die gesamte deutsche Subkultur voll auf Seiten der RAF gewesen. Das wäre ganz klare Sache, also ganz klare Orientierung. Man hört Kraftwerk oder Amondyl und ansonsten unterstützt man die RAF. Und das ist so ein einheitlicher Lebensentwurf und der wird dann irgendwann erschüttert. Ne? Und in meiner Erinnerung ist es genau umgekehrt. Also vor 77 war ich in allen möglichen politischen Zusammenhängen unterwegs auf der Linken und es war niemand, war wirklich RAF-Sympathisant. Es gab zwar ein paar Leute, die, und es gab auch ein paar Situationen, wo man sozusagen Solidarität mit den Gefangenen hatte, aber sozusagen das inhaltliche Programm der RAF hat niemand mitgetragen. Dann kam 77 und dann kam eigentlich eher sowas wie eine generelle Enttäuschung und auch Verlust von Glaubwürdigkeit von dieser bereits existierenden 68er Linken, der man so als Junior-Groupie irgendwie so hinterherlief. Und man muss ganz kurz mal dazu sagen, 77 war dann auch, das Land war ein Ausnahmezustand. Als Schleyer entführt wurde und dann auch die Lufthansa-Maschine, da war überall Polizei, das war, da ähnelte Deutschland sehr stark einem Polizeistaat und man hat Repressalien abbekommen, von denen man heute... Ja, aber, diese Situation hat eigentlich nicht jetzt dazu geführt, dass also ein neuer Politisierungsschub kam, sondern ich würde eher sagen, er hat dazu geführt, es gab da eine generelle eher Depolitisierung, die allerdings sich verknüpft hat mit einer starken emotionalen Aggression gegen dieses, was auch polizeistaatartig rüberkam und was sozusagen als ausweglose politische Entwicklung zu sein schien. Und das war aber eine emotionale Identifikation. Und die hat dann auch positiv von der RAF gesprochen, sodass es da nicht unwichtig ist, dass die erste, glaubst du sogar die allererste deutsche neue Welle, Independent, Punk, Single, viel Feind, viel eher, von Süff eben den Kinderwagen, der bei dem Angriff auf den Schleyer-Konvoi eingesetzt wurde, zeigt und darunter schreibt, viel Feind, viel eher. Das hätte vor 78 niemand gemacht. Das passiert dann aber 78, Anfang 79. Und das war aber eben, würde ich sagen, nicht mehr traditionelle Politisierung. Und das war auch etwas, wo ganz viele unterschiedliche Bezüge bei den Leuten teilweise in kürzester Zeit wechselten. Und wo die... das Aufrufen starker politischer Konnotationen sich dann teilweise sehr anarchisch wechselte zwischen den unterschiedlichen Konnotationen. Da gab es irgendwie die Gruppe Materialschlacht, die hatte eine Single, die hieß BKA, das war dann irgendwie klar, da gab es einen RAF-Bezug, aber zugleich brachten die dann irgendwelche Fanzines raus, in denen es seitenweise um Heidegger ging. Und das war keine konsistente politische Position mehr. Und also das denke ich, das dauert ja wieder ein paar Jahre, bis ich das dann wieder repolitisierte. Wolfgang, wie war es in Berlin? Das war eine andere Situation, das war damals noch eine Inselstadt, politisch völlig, auch in West, man hat von Westdeutschland gesprochen, da waren die anderen gewohnt, in München, Köln und Düsseldorf oder sonst. Wie war es in Berlin, diese politische Szene damals? Für dich persönlich jetzt auch. Ich habe das so in Westdeutschland damals mitgekriegt, in Wolfsburg. Da hatte ich nämlich lange rote, henna-rot gefärbte Haare, wie ich war nämlich von Glamrock beeinflusst. Also so, wir waren halt T-Rex und Alice Cooper Klasse. Ne? Und das war ja auch so, oder Velvet Underground oder Roxy Music. Und Ästhetik in der Polizszene hat man da gemerkt, da gibt es gar kein Verständnis für. Die haben gedacht, Brian Ferry ist dekadent. Ne, oder 81 hätte zum Beispiel, hat Beuys einen Freiflug für den Taz-Chefredakteur, wollten die nicht, hatte die Kommission dann mehrheitlich entschieden, nee, Wall ist Kapitalist, 81, Arno Wittmann war das, fand da nicht statt. Also da gab es so eine Differenz zwischen Ästhetik, also die alles, was so bestimmte Ästhetik hatte, da wurde das politische Element dieser Ästhetik nicht gesehen. Das heißt, wir fanden ganz viele Ideen schon ganz richtig. Also ich bin ja schon für Umwelt-Nichtzerstörung oder Gleichberechtigung und so weiter. Das sind wichtige Themen. Die fanden das wichtige Themen, aber ästhetisch irgendwie katastrophal umgesetzt. Und eine ganz wichtige Sache. Ne? Also fanden wir irgendwie, also das hat uns ästhetisch überhaupt abgeschreckt. Und solche Platten zum Beispiel wie Wally Export oder so, die gab es eben auch, was Dietrich auch sagte,
im Punkladen. Also wahre Freundschaft, da ist also eine Brust zu sehen, wahre Freundschaft, da singen Ingrid Wiener und Walli Export so ganz schmuddelige sexistische Lieder und machen sich darüber lustig. Und das ist ein Humor, der überhaupt nicht verstanden wurde in der Ecke. Da war wirklich so sehr eindimensional gedacht. Also so, da konnte man mit so einer Platte überhaupt nicht Verständnis bekommen. Ne? Also das heißt, die Anliegen waren richtig, aber die Form war nicht toll. Und das ist ja alles so, und da, so ich bin gegen und so, das fanden wir halt fürchterlich. Also, man muss ja auch dazu sagen, 1980 werden auch noch die Grünen gegründet als Partei, steigen sozusagen den langen Weg. Also Petra Kelly war natürlich schick mit einer Sonnenbrille und so, das war cool, ne? Die sah cool aus, aber was dann später, wurde es dann richtig schrecklich. Ich weiß, ob es nur Form und Inhalt war. Ich glaube, es war auch... Es war auch der Inhalt. Also, naja, der ist auch nach vorn. Ich meine, man hatte jetzt nicht irgendwas anderes formuliert, weil es war ja auch so eine ästhetisierende und eigentlich depolitisierende Bewegung, die man zunächst mal machte, um erstmal wegzukommen von den Richtigkeiten, von den unbezweifelbaren Richtigkeiten der Inhalte. Aber eben dann auch wieder Süff als Kronzeuge zurück zum Beton, das war ja eine klare Absage und die war nicht nur ironisch vom grünen Programm. Gut. Soweit die Abgrenzung zu dieser Seite, wie war es mit der bürgerlichen Kultur? Thomas Meinecke hat damals in Mode und Verzweiflung, glaube ich, einen Artikel geschrieben, der hieß Theater zu Parkhäusern, was ja schon viel sagt über die Haltung zur etablierten bürgerlichen Kultur. Wie habt ihr das da gehalten mit Michaela? Ja, ich meine, das war ja einfach wahnsinnig langweilig und so, ich würde sagen, das ist ungefähr das Gleiche wie dann eben politisch. Also das eben in den Theatern und auch also es war einfach, es gab so ein paar Sachen, die man natürlich gut fand, aber diese institutionalisierten Kunstvorgänge und also die, gegen die ist man auch angetreten an den anderen Orten. Und Thomas war halt Theaterwissenschaftler, deswegen hat er das für die Theater definiert. Wir haben eher sozusagen jetzt von der Kunst herkommend eher andere Orte gesucht, wo man überhaupt was machen kann und mal was ganz anderes machen. Und da aus der Zeit ging es ja dann auch los, dass viele Leute, die Kunst studiert haben, dann ja auch Galerien angefangen haben, ihre Freunde ausgestellt haben oder man hat zusammen irgendwelche Orte dafür benutzt, wo dann eben wie im SO36 sowohl Musik stattgefunden hat, als auch Nachtleben, als auch Kunst stattgefunden hat oder Mode und eben einfach sozusagen das Leben, das man selber eigentlich leben wollte, dann mal machen. Also hat auch schon eine Umarmung stattgefunden sozusagen von der bürgerlichen Kultur am Anfang bei euch? Nicht wirklich. Ja. Ich denke, eigentlich war dann wahrscheinlich 82, als dann viele Bands auf der Documenta im Rahmenprogramm gespielt haben. Da war so ein erster Schritt, würde ich sagen. Und es war aber natürlich von Anfang an so mit dieser NDW, dass bis zur Bildzeitung permanent Artikel waren. Joachim Lottmann hat damals in der Bildzeitung zum Beispiel geschrieben, der war da so ein direkter Weg, was die Bands alle für komische Namen haben oder was für komische Bilder gemalt werden und who is who und so weiter. Der hat so ein bisschen diese Klatsch als Waffe. Echt, ja, Lottmann hat eine Bildzeitung, wusste ich gar nicht. Der hat eine Bildzeitung geschrieben. Der hat für die Bildzeitung geschrieben, als wir 1981 in München gespielt haben, war er als Bildzeitungsreporter da und hat uns interviewt. Ja. Gut, gehen wir mal zu den Vorbildern. Wir haben es jetzt bisher so dargestellt, könnte der Eindruck entstehen, die genialen Dilettanten poppten einfach so auf, aber natürlich gibt es Wurzeln, und nicht nur was den Einfluss von Punk angeht, sondern auch in der Kunstgeschichte. Gerade bei Wolfgang, ich glaube, dass zum Beispiel Dadaisten immer wieder zitiert werden, auch von euch, gerade du bist ein großer Schwitters-Fan. Was waren die Dadaisten für dich? War das jemand, an dem du dich in irgendeiner Weise orientiert hast als Künstler? Also ich meine, so, ich komme ja aus der Gegend von Hannover und fand natürlich den Kurt Schwitters super toll. Ne? Und, aber gleichzeitig fand ich immer ein bisschen so Begriffe wie machen Punk, Dada-Musik, fand ich immer ein bisschen abgenutzt, weil ich sagte, du kannst keine Antikunst machen, nicht in der Form. Also wenn du das wiederholst und jetzt die aktuellen Fahrscheine irgendwie als Collage klebst, ist das kein Dada. Ne? Also das muss irgendwie anders, du musst das anders formulieren, wenn du was öffnen willst. Und also ich meine, Dieter Roth fand ich auch ganz super, Valeska Gerd fand ich ganz super.
so bestimmte Künstler. Und wie kann man das so ein bisschen in Musik reinbringen? Also ich habe zum Beispiel ein Stück, heißt von Tödliche Dosis, erste Platte, In der Pause. Der Niki hat dann aus diesem A von Andy Warhol einfach so Fragmente, also reingeflüstert, sonst hätte man ja Copyright zahlen müssen. Also aus diesem Roman von Andy Warhol, wo einfach nur 24 Stunden gesprochen wird. Also es ist ein Zusammenschnitt oder so einzelne Sätze. Also es war eher ein Patchwork, meinst du, von verschiedenen Einflüssen, das da gewirkt hat? Ja, einfach ausprobieren. Also wie weit kann man gehen? Weil das ist schon was Besonderes, wenn man 1980 plötzlich ein Plattenangebot bekommt. Also da muss ich sagen, wir haben 4 Stücke gekonnt. Und Michaela sagt ja vorhin von Justin, der durfte nicht gut spielen, obwohl er es konnte. Und ich konnte nämlich eigentlich immer gut singen. Ich wurde immer von meiner Mutter zur Landsmannschaft der Ostpreußen mitgenommen. Und die haben dann immer gesagt, oh, der kann das Heideröslein mit allen Strophen und so weiter als Kind, weil ich so eine schöne Stimme hatte. Und 87, als die Tödliche Dosis nach Japan eingeladen wurde, sagte meine Mutter, wie, du schreist doch so rum auf den Platten, du hast mal früher so eine schöne Stimme gehabt und so. Also ich konnte eigentlich ganz gut singen, muss ich sagen, ne? Aber habe mir das dann quasi auch abgewöhnt. Also das war klar, also jetzt wird nicht schön gesungen, sondern jetzt wird richtig, ne, voll Power und so, also alles ausprobiert. Kannst du noch ostpreußische Volkslieder? Nö, aber ich kann zum Beispiel, ich habe so ein Gedächtnis für Lieder, wenn ich einen Schlager dreimal höre, habe ich ihn auswendig, leider, deswegen höre ich so wenig Radio. Also ich kann mir so Volksliederkram merken. Großartig. Aber es gab ja auch andere Sachen aus England, was mich in dieser Szene sehr stark interessiert hat und was am besten passt, fand ich auch, wo sie eine ganz eigene einen Stil hatten, vor allen Dingen einen sehr harten Stil, war Throbbing Gristle, eine Band aus England, die ja auch interdisziplinär gearbeitet hat, die sehr bis ans Äußerste gegangen ist. Was war Throbbing Gristle für dich, Wolfgang? Es ist lustig, weil es wollte uns mal ein Fotograf aus Düsseldorf fotografieren und ich habe ihm gesagt, ich habe die Fotos von ihm gesehen, sagte, naja, also wollte ich drei fremde Leute hinstellen, die sollten die Tödliche Dosis fremd verkörpern. Das wollte er nicht, weil er dachte, wir sind zickig und so, das war aber ein ernst gemeintes Konzept. Also einer wäre übrigens Dr. Motte gewesen dann, der spätere. Und der hat aber doch beim Throbbing Gristle Konzert Fotos gemacht. Er dachte bis vor kurzem, er hat keine Fotos von Tödliche Dosis. Und der hat sogar als einer der ganz wenigen die alte Urformation mit Dagmar Dimitrov, die 1990 verstorben ist. Dagmar Dimitrov, Niklaus Uttermühlen ist auch verstorben, 96. Und mir sozusagen im SO 36, und da hat Genesis Pure Orange mir plötzlich das Mikro so vorms Gesicht gehalten und ich stand dann da und habe dann da einfach reingeschrien und habe immer gesagt, du, ich bin der vierte Schrei, Discipline, live in Berlin, der vierte Schrei, da kamen drei andere Leute, haben reingeschrien, ich bin der vierte Schrei auf der LP, live in Berlin, ne? Also die fanden wir natürlich ganz, ganz toll auch als Band, Dagmar Dimitrov, Niki und ich, die waren mal begeistert. Und sie waren irgendwie auch einzigartig, aber auch was die englische Szene angeht, oder Dietrich? Throbbing Gristle? Ja, aber sie waren natürlich, die hatten nun wirklich einen schon länger aufgebauten Hintergrund in der Performance-Art der 70er Jahre. Die sind nicht vom Himmel gefallen. Und das Interessante war, dass die entdeckt wurden oder es einen Zusammenhang gab zu dieser Szene, vor allem in Großbritannien, so von experimenteller neuer Popmusik. Und dass sie dann auch mit ihrem sehr stylisch aufgebauten Industrial Label eben quasi den Begriff für ein musikalisches Genre, oder ähnlich einflussreiches wie geniale Dilettanten, nämlich Industrial, damit in die Welt setzten. Aber was dieses grundsätzliche Frage nach Vorbildern in der Avantgarde betrifft, war das also für mich eigentlich damals ein Problem. Ich habe zwar viele dieser Sachen toll gefunden, die sich auf solche Sachen berufen haben, aber es gab dann einen Diskurs auch so innerhalb dieser kleinen Welt, von der wir schon gesprochen haben, der sich dann auch in so Albentiteln wie Geräusche für die 80er oder so niederschlug, wo ich dann fand, das ist jetzt alles irgendwie so, das Wort kannte ich damals nicht, aber heute würde ich sagen Neo-Avantgarde, ne? Wir machen hier plötzlich alle Neo-Avantgarde, wir sollten doch eigentlich was anderes machen, also es sollte eigentlich mehr zeitgenössisch sein, was hier passiert. Und ich dachte eigentlich für mich, und das war, also wurde vor allem meine Position so später noch, nicht 80, aber 81, 82, dass es wichtiger ist, sich mit zeitgenössischer Kultur zu beschäftigen, also mit zeitgenössischer Massenkultur oder mit Pop, und dass sozusagen der Rückgriff auf
die heroischen Avantgarden, der dann auch so von so wohlmeinenden externen Beobachtern, die sich irgendwie Fanzines anguckten und sahen, ah, das sieht ja aus wie, was weiß ich, Hans Richter oder interessanter Grafikdesign der 20er oder so, dass da, dass das irgendwie zu leicht ging und dass man da zu leicht eben im Grunde genommen etwas wiederholte, was gar nicht der Gegenwart angemessen war. Und ich fand es interessanter, wenn solche Perspektiven eben sich mit Dingen des Boulevard, Dingen der Alterskommunikation, Massenkultur und so weiter mischten und und zwar mit der gegenwärtigen Massenkultur, nicht mit Zeitungsausschnitten der 20er Jahre oder so. Ich glaube sowieso, dass das Gefühl, wie das wichtig war, zu sagen, wir sind das neue Ding. Das ist richtig neu. War das nicht auch einfach so ein erhebendes Gefühl, Michaela, wenn man so sagt, wir machen jetzt was, wir drehen das Rad weiter? In der Kultur? Also ich denke eher, dass es das Neue ist nicht der Punkt, aber schon, dass man eine bestimmte Szene, einen bestimmten Diskurs haben will und der eben nicht nur auf eine Musik beschränkt ist, sondern sowohl, also auch auf ganz viele ästhetische Debatten natürlich und Literatur, Theater, Film, alles mit einschließt und dafür dann eine Sprache findet. Und wir haben damals auf jeden Fall Sachen gemacht, die würde man später dann genannt haben Appropriation, weil wir im Endeffekt immer wie eine Art Reizreaktion, also es gab dann auch in Mode und Verzweiflung so einen programmatischen Text von Thomas, dass wir teilnehmende Beobachter sind, dass wir sozusagen permanent wie Schwämme auf alles reagiert haben, was um uns rum war, egal wie wir uns das jetzt gerade finden, aber dass wir sozusagen aufgesaugt haben und in einer gewissen Weise kollagiert wieder ausgespuckt haben. Und da ist man dann natürlich schon zu einer Verfahrensweise ähnlich wie vielleicht in den 20er Jahren, aber eher nur als Prinzip. Also für mich als Künstlerin ist dann eher natürlich ganz wichtig gewesen Pop Art und Fluxus als Praxen sozusagen. Und dann die 20er Jahre natürlich immer als eine Art Kunst, die vor dem Faschismus stattgefunden hat und sozusagen eine unterbrochene Kunstproduktion in der deutschen Kunstgeschichte ist. Da hat man sich halt wieder darauf berufen. Aber in der Band als Praxis würde ich sagen, war es ein einziges Gucken, was passiert hier, wie konstelliert mich dazu und da gehört Robin Crystal genauso dazu wie Kraftwerk oder was Tödliche Doris im Moment gemacht hat. Da gab es sofort wieder eine kleine Zeile in einem Lied, was darauf reagiert hat oder eine ähnliche Melodie oder eine ähnliche Klangfarbe in dem Stück, was also bei FSK klingt jedes Stück anders am Anfang. Also ich glaube, dass die Idee der Zeitgenossenschaft und der Gegenwartsdiagnose hatte vor dieser Geschichte keine besonders hohe Konjunktur in der BRD um 78. Denn es gab einerseits ein altes, utopisches, träumerisches, entweder sich, wie ich vorhin schon sagte, nach Indien oder Kalifornien oder in politische Utopien hinein träumendes Verhältnis zur Gegenwart, das sozusagen deswegen die Gegenwart ignorieren konnte. Und es gab ein zweites später mit der Anti-AKW-Bewegung und später der Friedensbewegung, das war ein apokalyptisches. Aber beide, die utopischen wie die apokalyptischen, hatten sozusagen nichts zu tun mit der Gegenwart. Und diese Bewegung, und das haben tatsächlich dann auch Punks und Künstler und nennen sie geniale Dilettanten, miteinander gemeinsam, war dieser Gegenwartsbezug. Nur ein ganz wichtiger Punkt an diesem Gegenwartsbezug, im Gegensatz zu anderen, die diesen auch schon heroisch verlangt haben oder denen er immer wieder zugeschrieben wird, Walter Benjamin in den 20ern und 30ern und was weiß ich, Pop Art und you name it, war, dass man zugleich einen Gegenwartsbezug hatte zu einer provinziellen Gegenwart. Dass man mit einer, in einer Welt sich befand, in der es provinziell zuging und sozusagen auch das eigene Material, mit dem man da arbeitete, ein provinzielles Material war. Was auch etwas ist, was man heute, weswegen man sehr schwer viele Dinge, schwer erklären kann, warum viele Dinge, die damals gemacht wurden, überhaupt interessant waren, denn von heute aus sehen sie einfach uninteressant, lahm, eben provinziell aus. Aber das Annehmen der eigenen Provinzialität mit so einem gegenwartsdiagnostischen Furor, diese seltsame Mischung, die ist, glaube ich, wahnsinnig wichtig gewesen. Die betrifft tatsächlich auch, ging so quer durch die Fraktionen. Und das war ja auch die Verwendung der deutschen Sprache sehr wichtig, weil es hat ja kaum das ist provinziell, genau. Ja, kaum eine deutsche. Genau.
Das war entschieden provinziell gemeint. Ja. Es gab zwar ein paar, es gab die Politrockband Flo de Cologne. Kann ich mich erinnern. Die meinten es aufklärerisch, während ich will nicht sagen wir, aber ja, unsere Generation meinte es in Identifikation mit dem Elend dieser deutschen Sprache. Ne? Und nicht, weil sonst die Arbeiterklasse uns nicht versteht, sondern... Genau. Nee, ich zähle nur gerade auf, was mir so einfällt, was vorher in deutscher Sprache gesungen hat, aber im Flo de Cologne fällt mir gerade ein, ist so eine Politrock-Band, die so Hey Kumpel gesungen hat. Auch wichtig zum Beispiel. Die waren auch wichtig? Ja, der hat da zwei ganz tolle Platten gemacht, die fand mein Bruder und ich ganz toll. Also. Ich nicht. Du nicht. Jetzt verschiedene Meinungen. Du bist ja auch aus Hamburg. Du bist aus Hamburg. Das ist furchtbar traumatisiert, alles klar auf der Andrea Doria. Wir fanden das lustig. Also. Genau, Udo nicht zu vergessen, ja, den vergesse ich komischerweise immer in dem zusammen, aber genau, der ist ja, weil er immer noch da ist oder immer gleich ist und so. Und dann gab es noch Ihre Kinder, das war auch so ein deutscher Rock. Aber es gab natürlich Tonsteine Scherben. Tonsteine Scherben, ja. Ja, die gab es schon vorher. Aber trotzdem wurden... Ihre Kinder waren die ersten, ja. Tonsteine Scherben waren aber nicht Teil der Szene, niemals. Doch, die fand man aber gut. Ja. Die fand man gut. Tonsteine Scherben waren ganz wenige Sachen von damals, die man noch gut fand. Ja. Also von, zumindest die erste LP, also... Nicht alles, aber nee. Erste, ja. Nicht diese, mein Name ist Mensch, aber ich will nicht werden, was mein Alter ist. Diese weiße Pappschachtel, ne? Diese? Diese, ja. Ich meine davor, die pappfarbene Pappschachtel, die keine Schachtel ist, sondern die zusammengetackert war. Ja, nicht die weiße. David Volksmund-Produktion. Okay. Ja, man hat diese Provinzialität jedenfalls, die Dietrich gerade angesprochen hat, natürlich gut mit Humor überspielt. Also die Bandnamen sind ja an sich, wurden ja immer auch im Stern, gab es dann sozusagen so Kolumnen, wo die ulkigsten NDW-Bandnamen aufgeführt wurden und so weiter. Tatsächlich, wenn man jetzt nur drei Bands aus dieser Ausstellung nimmt, Freiwillige Selbstkontrolle, Deutsch-Amerikanische Freundschaft, Palais Schaumburg, alles so deutsche Institutionen, die da umgewertet wurden. Oder man hat es irgendwie mit Humor gemacht, wie bei der tödlichen Doris. Einstürzende Neubauten klang ja auch erstmal wie ein Witz, wurde dann auch oft verballhornt und sozusagen, also das war ja schon so, die Namensgebung war schon auch ein Statement. Ja, ist auch in einem Lexikon der populären Rockmusik in der DDR erschienen, 1987, falsch geschrieben, die tödliche Dosis, steht da im Register drin. Genau, also, aber... Da wurde noch Korrektur gelesen. Ja. Anders als bei euch, ne? Beim Mehrfacher. Und es gibt aber sozusagen... Wir hatten auch einen schönen Verschreiber, wenn ich das noch anfügen darf, als wir in den USA zum ersten Mal waren und da wurde unsere Platte, wurden wir vorgestellt als one of the original German bands, wurde stattdessen geschrieben original Gasman band. Und so hieß dann eine Platte von uns. Genau. Ja gut, aber die Szene hat sich da verändert. Man darf auch nicht vergessen, also vielleicht kommt es mir auch so vor, wie ihr das seht, es war im Grunde eine relativ kurze Zeit, in der das alles stattgefunden hat und in der das total heiß war. Es änderte sich sehr schnell, es war eine sehr überschaubare Ära, dann ging es ganz anders weiter erstmal und die 80er waren ja auch schwierig. Mir geht es jetzt nochmal um die Vertriebsstrukturen, wenn man sagt, in England gab es zum Beispiel natürlich durch die ganzen Independent-Kultur, das hatte damals noch eine andere Bewandtnis als heute zu sagen Indie. Independent war wirklich ein Versuch, ein Gegenmodell zum Vertrieb von Musik zu entwickeln. In England gab es Rough Trade, die kleinen Labels gebündelt haben und versucht haben, das an die Leute auch in der Provinz weiterzugeben. In Deutschland hat sich das auch allmählich entwickelt und so eine Independent-Struktur, eben auch dank Alfred Hilsberg zum Beispiel. Aber dann gingen die ersten Bands zur Industrie. Wie war das dann? Ich glaube, die ersten, die unterschrieben haben, waren die Fehlfarben, die hier in der Ausstellung übrigens nicht auftauchen, interessanterweise. Hätten Sie hier reingehört, frage ich mal ganz offen? Ich denke schon, ja. Also die erste Fehlfarben-LP und die davor liegende Single, wo der Satz fällt, es ist zu spät für die alten Bewegungen, was heute zählt, ist Sauberkeit. Ihr kommt nicht mit bei unseren Änderungen. Das sind schon goldene Worte für diese Epoche. Aber ansonsten, ich meine, das gab sozusagen zwei Entwicklungen. Dass Leute zur Industrie gingen, das passierte halt überall. Und aber es, Duff ging dann als nächstes zu Virgin zum Beispiel auch? Zu Mute. Erst zu Mute und, dann zu Virgin, ja. Es ist ja nicht nur das Gehen, sondern es gab ja die Bewegung von der Industrie zu diesen Bands hin. So muss man es ja sehen. Es war ja erstmal gar nicht unbedingt von den Projekten intendiert, dass man zur Industrie geht. Mhm. Aber die Industrie hat selbst uns mit viel Geld locken wollen. Und
das war ein richtiges Programm. Und manche haben sich eben dafür entschieden, weil es natürlich dann auch andere Produktionszusammenhänge sind und auch eine andere Verbreitung Warum garantiert. Habt ihr Nein gesagt? Warum habt ihr Nein gesagt? Weil wir ja nie Rockmusiker sein wollten. Wir wollten ja immer nur, eigentlich die Idee von FSK war am Anfang, wir machen eine Zeitschrift und jetzt machen wir auch eine Band, weil wir auch Lust dazu haben und weil das so das Ding ist, was jetzt alle machen und wo wir auch dabei mitmischen wollen, und haben ja dann zu Hause diese ersten 4 Stücke aufgenommen und sie an Alfred Hilsberg geschickt, und das war dann die erste Single. Das war ja sozusagen ein Weg mit der Post, mit einer Kassette, und dann war sozusagen 4 Wochen später eine Platte da. Das sind ja ganz andere Vorstellungen. Und wenn dann so ein Angebot kommt mit, was weiß ich, 100.000 D-Mark, was man selber gar nicht denken kann zu dem Zeitpunkt, dann war das für uns auch nicht möglich, weil wir wollten ja gar nicht so agieren als Band. Mhm. Und zwar, ich denke, das ist auch einer der Punkte, wieso es uns heute noch gibt, weil wir nie nur die Band sein wollten, sondern das wirklich als ein Projekt gemeint hatten. Ich wollte ursprünglich auch nie auftreten, sondern nur Produkte machen. Ja. Gut, aber wurde es als Sellout empfunden, als dann eben Fehlfarben und dann Palais Schaumburg ist auch schnell zur Industrie gegangen, das erste Album erschien auch schon bei Metronom, glaube ich, sowas, also wenn ein Major darf, wie gesagt, erst nach England, wo sie auf einem sehr renommierten Label Mute veröffentlicht haben, und dann sind sie von der Virgin, einer großen, schon sehr kommerziellen Plattenfirma, aufgekauft worden. Also war das ein Sellout? Ich fand es nicht als Sellout, weil ich fand es auch legitim, weil das ist ein ganz normaler Weg, aber gleichzeitig hat die Industrie ja andere Sachen dann selber kreiert, so wie sie uns eben nur das Angebot gemacht hat, dass sie unsere Platten nur produzieren wollen, wenn wir sie nicht selbst unsere Instrumente spielen, weil wir das nicht gut genug können. Und so rum geht es ja dann. Und dann kommt ja Nena und Hubert K. und diese ganzen Sachen, die ja heute sozusagen mit diesem ganzen Begriff der NDW verbunden werden. Ich glaube, es ist auch wichtig, dass man hat sich ja, das Publikum, das man so hatte, das hat sich ja nicht nur mit diesen deutschen Dingen beschäftigt, sondern die haben ja auch alles mögliche andere gehört aus der ganzen Welt. Genau. Und die großen Sellout-Debatten fanden statt, als The Clash zu CBS ging, oder beziehungsweise die waren ja also von Anfang an eigentlich bei CBS, aber die Tatsache, dass The Clash bei CBS waren und dass also eine Band, mit deren Inhalten sich Leute identifizierten und deren Inhalte im Widerspruch standen zu diesem wirtschaftlichen Verhalten, und wo es diese beiden Möglichkeiten gegeben hätte, bei Rough Trade oder bei CBS, also da ist eigentlich schon die ganzen Emotionen investiert worden in dieses Problem, sodass als dann die Fehlfarbe auch irgendwann zur Industrie ging, hat sich da auch irgendjemand darüber geärgert, klar, aber das war ein kleineres Problem, und es gab sozusagen auch schon Vorläufer dafür. Das Hauptproblem danach war, glaube ich, eher, dass sozusagen diese Szene eben dann doch zu klein war und zu sehr zu sehr auf sich selbst bezogen, um das dann aushalten zu können, wie sich ab 82 die ökonomischen Verhältnisse dann neu sortiert haben. Mhm. Also als es dann eben für so eine lächerlichere Version davon, wo die Ironie zwar noch so die Form vorgab, aber schon nicht mehr in irgendeinem distanzierenden Verhältnis stand, sondern sozusagen nur noch so die Formen, den Witz geliefert hat, und auf der anderen Seite dann aber eben auch die seriöseren Leute auch alle da landeten. Wie geht das dann weiter? Und dann wurde quasi versucht, diese einmal schon mal entstandene Infrastruktur von Independent-Kultur, die Atatak, Zickzack, Zensor und so weiter schon entwickelt hatten, weiter existieren zu lassen, aber dafür war dann nicht mehr genügend da. Dafür war die Szene dann auch zu klein. Mhm. Und dann brach in sich zusammen. Ja, und man hat ja auch, um sich dann abzugrenzen, wurde ja sofort wieder Englisch gesungen, um klar Schiff zu machen, dass man dazu nicht mehr gehört. Und es ging wieder um mehr einen internationalen Gedanken. Und da hat sich dann auch wieder alles neu sortiert, weil wir sind dann zum Beispiel auf ein englisches Label gegangen. Also ich glaube, es ist auch wichtig, was jemand wollte, ne? Also ob jemand ein Popstar werden will im klassischen Sinne. Weil zum Beispiel Leute wie Andreas Dorau, der ja eigentlich mit 17 so einen super Hit eigentlich hatte, Fred von Jupiter, der hat dann aber Angebote abgelehnt, wo er sehr viel Geld gekriegt hätte. Der hätte also mit Markus und so weiter hätte Touren machen können und hat als 17-Jähriger abgelehnt Zehntausende von Mark, ne? Und Andreas Dorau ist bis heute nicht out, ne? Das ist, also der hat sein eigenes Ding durchgezogen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Oder wenn ich die tödliche Dosis also auch als Projekt gesehen habe, also wie Michael, FSK ein Projekt, dann bin ich kein Manager von einer Plattenfirma, der sagt, sing mal ein bisschen so, das kommt besser an, oder lass mal den anderen spielen, der kann es besser oder so, darum geht es gar nicht. Also meine letzte Platte auf Tödliche Doris, also die Auflösung, ist ein Ultraschall-Echolaute
hörbar gemacht, du Ultraschall Echo Leute von Fledermäusen. Da habe ich in 20 Jahren 1000 Stück verkauft. Das hätte sicher nicht eine große Plattenfirma produzieren wollen. Nie. Auch, ne? Also auch wenn die Fledermäuse ganz toll gesungen hätten. Ich muss das noch hören, ich habe es noch nie gehört. Also das würde ich mal nachholen. Also, wo wir schon beim Thema sind, kam mir sehr schnell der Begriff Neue Deutsche Welle auf, den Alfred Hilsberg nicht geprägt hat, er hat neulich erstmal wieder betont, sondern der irgendwie das erste Mal, das habe ich einfach nachgelesen, in einer Anzeige vom Zensor. Vinyl Boogie. Bitte? Vinyl Boogie hieß der Laden. Vinyl Boogie, okay. Ja, Vinyl Boogie in Berlin hatten einen Monat bevor Alfred Hilsberg den Begriff verwendete, eine kleine Rubrik. Oh mein Gott. Ja. Also kann man das sagen, Burkhard Seiler vom Zensor hat es erfunden? Nein, Vinyl Boogie, das ist ein anderer Laden. Ach so. Das ist nicht der Zensor. Ach so. Ich dachte, der Laden hieß bloß anders. Ach, nein, das ist ein anderer Berliner, die waren auch sehr stark auf so Dub und solche Sachen spezialisiert. Ich habe mir damals meine ersten brasilianischen Patucada-Platten bei Vinyl Boogie gekauft. Und die hatten aber auch, die waren ziemlich aggressiv anders. Also die fanden den Zensor schon wieder Mainstream und fanden, der Zensor hat ja auch noch irgendwie Fehlfarben und Süff und Darf und so. Also die waren noch. Die haben Camping Sex gemacht, die erste Platte. Ja, siehste, ja. Gut, aber der Begriff war am Anfang ja okay, man hat so ein bisschen an Nouvelle Vague gedacht, also von wegen französische neue Filme der 50er Jahre und an New Wave. Ja, ja. Es war halt alles drin und es klang ja so frisch, aber er wurde ja sehr schnell, dann wandelt er sozusagen woanders hin, dieser Begriff. Wie lange habt ihr den verwendet? Oder Wolfgang, hast du überhaupt mit den Begriff Neudeutsche Welle? Hast du gegen jemanden verwendet? Nee, ich nie verwendet. Nee, ja. Aber ich meine, ich war von vornherein also ganz früh mit dem Andreas Dorau, der so sehr dafür stand und total darunter gelitten hat, diese mit bestimmten Sachen in Verbindung gebracht zu werden, was er auf gar keinen Fall wollte. Und der brauchte ja wirklich lange Zeit, bis dann wirklich klar ist, das ist wirklich was anderes, was er macht. Aber ich glaube, der mochte den Begriff auch nicht, zum Beispiel. Also, oder hat ihn nicht benutzt. Aber ist eigentlich egal, ne? Oder? Naja. Das ist eigentlich wurscht. Nee, aber ich will damit so sagen, das ist signifikant, wie es dann dahin geht, sozusagen. Weil dann sehr schnell auch mit dem Begriff, der dann zu Nena und Markus und sonstigen Sachen wandert, auch die Szene erstmal. Es ist sehr schwer, wenn man das, so wie das diese Ausstellung macht, das ganze Thema eingrenzt, zu sagen, was ist denn der Ausgangspunkt dafür? Also was fasst denn diese historische Epoche zusammen? Und dafür ist eigentlich erst retrospektiv zusammenfassend gesagt worden, das war wohl so die Neue Deutsche Welle. Und dann wird man so ein bisschen Opfer dieses Begriffes und findet, was da sonst noch alles mit bezeichnet wurde und stellt so fest, ach, dann ist das irgendwie die Bach untergegangen. Ich würde ja sagen, bis auf Dorau, der ein gutes Beispiel ist, haben die meisten dieser Boulevard-Dinge, die da so entstanden sind, ja gar nicht viel zu tun gehabt damit. Das ist ja nur auf der Vermarktungsebene, hat das den gleichen Begriff gehabt. Und wer um 1981 oder 82 interessantere Dinge gemacht hat, hat diesen Begriff nicht verwendet und wurde auch nicht mal unter diesem Begriff vermarktet und es hat auch niemand versucht. Aber es ist eben sehr schwer zu sagen, was es da eigentlich ging. Die Zeit, als deutsche Texte irgendwie eine Rolle spielten oder die Zeit, in der alle möglichen Leute auftauchten, deren Persönlichkeit irgendwie wichtiger war als das, was sie so an Instrumenten konnten oder die Zeit eben eines selbstbewussten Provinzialismus, wie ich jetzt sagen würde, oder die Zeit, als zum ersten Mal Independent-Platten im größeren Stile produziert wurden, sich eine Szene darauf bezog. Dafür gibt es halt nicht so richtig die anderen dominierende Kategorie. Das ist das Problem. Deswegen taucht da die komische NDW immer wieder auf, ne, als Gespenst. Ja, weil sie die meisten noch erinnern können, so ungefähr. Ja, aber ist auf jeden Fall ein Gespenst, weil wenn man jetzt München sieht, dann wird damit ja immer Spider-Murphy-Gang zum Beispiel im Bayern 3 oder so gespielt. Und genau, und die haben damals, glaube ich, auch im Schwabinger Bräu ist die aufgetreten. Ja, das war, haben eine Rock'n'Roll-Revival-Band. Ja, man hatte halt vorher nicht genügend sozusagen Selbstbewusstsein und Kraft investiert, um eine Kategorie oder so etwas zu entwickeln, mit dem man irgendwie was zu tun haben können wollte, wie Western oder so, der es dann auch verkraften kann, wenn ein George Fornfilm dann auch verkraften kann, wenn ein schlimmer Western gedreht wird. Das hat es halt nicht gegeben. Das ist dann von der anderen Sache übernommen worden. Noch ein Begriff, den ich noch sozusagen langsam ausklingendermaßen ins Spiel bringen will, ist der Neuen Wilden. Es gab fast parallel in dieser Zeit den Begriff der Neuen Wilden, die Neue Deutsche Malerei.
Gibt es einen direkten Zusammenhang zwischen dieser Szene und den genialen Dilettanten? Oder musste man den sozusagen herbei konstruieren? Man kann ihn genauso herstellen wie vorhin den Zusammenhang zwischen Punk und, was ich nicht so genialen nennen würde, also künstlerischeren Formaten. Genauso kann man den auch herstellen. Die hielten sich in den gleichen Kneipen auf. Man hielt sich in den gleichen Orten auf und man sprach über die gleichen Sachen und man hatte auch vergleichbare Abgrenzungsprobleme. Aber also jetzt von meiner persönlichen Hamburger Perspektive aus, das war eine Straße, in der zum Beispiel die Buchhandlung Welt war, in der, das waren auch nicht wilde Maler, aber Malerinnen und Maler, die auf irgendwelche lustigen Weisen neu zu malen schienen, die da Wandgemälde machten bei Hilka Nordhaus in der Buchhandlung Welt, und schräg gegenüber war halt die Punkkneipe Marktstube. Hm. Und daher befruchtete sich das und man sprach natürlich über die gleichen Dinge. Und es gibt ein paar Personalüberschneidungen. Also Markus Oehlen ist einer dieser Maler und er spielt bei der Gruppe Mittagspause. Also geht da was zusammen. Oder es gibt die Festivals, diese Reihe von Festivals, die mit Kippenbergers Elend begann, dann Aktion Pisskrücke in Hamburg und dann Finger für Deutschland. Dazu gab es ein Rahmenprogramm mit Musik aus diesem Bereich. Mhm. Also solche Verbindungen gab es. Mhm. Aber die sozusagen die Diagnose, das Ganze sozusagen so zu bringen auf so eine revoltierende Energie, in der alle jetzt wild und neu sind, würde ich ablehnen. Hm. Michaela, was meinst du zur Ästhetik? Ist die vergleichbar oder nicht? Oder also ich muss es eigentlich genauso sehen, weil jetzt mal von meiner Perspektive her, ich habe zu dem Zeitpunkt Kunst studiert und es ist eher so ein Punkt, also ich würde sagen, dass es da für mich damals sehr, sehr wichtig war, was gibt es für Frauen, welche kann ich mir zum Vorbild nehmen, mit wem arbeite ich zusammen? Und man hatte ja damals, es hat sich Gott sei Dank gebessert, es gab keine Galerie in München, die eine Frau unter Vertrag hatte. Es gab reihenweise Museen, die hatten jahreweise keine Frau ausgestellt, außer vielleicht Frau Münter im Lehmbachhaus. Und da gab es natürlich dann einfach auch einen Handlungsbedarf und von daher denke ich, gibt es da einfach andere Praxen. Also für mich war damals Video wichtig, eben ich habe schon Fluxus genannt, und da fällt eben auch die Bandpraxis rein und diese Zusammenarbeit genreübergreifend, dass man eben sozusagen Zeitschriften macht, dann kommt das Wandbild natürlich dazu, was als eine wichtige Praxis, Filme machen, all diese Sachen, und Malerei ist eine. Und hat natürlich auch mit diesem Selbstermächtigungsgestus zu tun, weil es eben die Kunstform ist, die am meisten mit einem Genie sozusagen zusammengebracht wird. Aber für mich war das jetzt nicht unbedingt die Praxis. Hm. Es hängt ja hier in der Ausstellung dieses 36 Meter lange Bild, das im SO 36 auch ausgestellt war. Eine Weile hier, ich kenne die Entstehungsgeschichte dieses Bildes eigentlich nicht so, Wolfgang. Ja, das hing wohl einen Tag da, das war so ein Zehntelsekunde vor der Schlesischen Tor, vor der Brücke, irgendwie eine U-Bahn, die da vorbeirast. Das, glaube ich, wurde in einem Tag von dem Bernd Zimmer gemalt und war auch nur, glaube ich, ganz kurz ausgestellt im SO an der Wand. Ne? Tödliche Doris war das so, dass wir natürlich alle Bereiche uns interessiert haben, auch Malerei, und haben dann eigentlich nur ein malerisches Werk, das aus 44 Bildern besteht. Das ist ein Filmtrenner, der ist 1,6 Sekunden lang, und den haben wir dann abgemalt, diesen Bewegungszusammenhang, also in großen Gemälden. Und da mussten immer Journalisten mitmalen, also wenn die kamen, weil das immer vorgezeichnet war. Also da war kein freier, expressiver Ausdruck von Individualität, sondern haben gesagt, wenn du ein Interview machst, eine Stunde mitmalen, weil das ziemlich stumpfsinnig war. Also man kann in der Ausstellung kann man vier von diesen Bildern sehen, sind da so angebracht. Und das sind halt 44, ein Bewegungsablauf, und das war unsere erste Schlagzeugerin, Chris Dreyer, ist ja mit Ted Dreyer verwandt, und Catherine Dreyer, also der Duchamp vor. Ne? Also wir haben uns für sowas interessiert, für Duchamp, und gedacht, wie kann man das irgendwie fortsetzen, die Treppe runtergehend, heute mal, das fanden wir irgendwie moderner, aber auch ein bisschen, aber auch durchaus witzig. Ich sage nicht, dass es das große Glas ist, was da gemalt wurde, aber einfach ein anderer Umgang mit dem Medium als solches, also vom modernen Medium zum altmodischen Medium und dann wieder beim Daumenkino enden. Der Kunstkatalog ist ein Daumenkino. Aber ich glaube, vielleicht ein Punkt, wo es eine Verbindung gibt, ist sozusagen die Vorstellung gewesen bei vielen der Leute, die damals gemalt haben, dass Malerei ein so belastetes, elendes, vergangenes,
Medium ist, dass es eben quasi eine Mediumsdiskussion gar nicht mehr verdient. Also dass es wie ein Nullmedium ist. Und dass der, genau wie der Song, also der Song, der sozusagen keine weitere Rechtfertigung braucht, also ein Format ist, das jeder kennt, auf das sich alle beziehen können und mit dem man irgendwas machen kann, wenn Text und irgendwas wird geschrammelt. Und genauso ist es, dass Malerei eben, das völlig klar war, dass niemand da antrat, jedenfalls zunächst nicht, mit dem Anspruch, tatsächlich an der Geschichte der Malerei jetzt noch was dem hinzufügen zu wollen, sondern dass das eben hieß, wir wollen auch keine Diskussion, wir wollen auch nicht dadurch interessant gefunden werden, weil wir jetzt irgendwie neue Medien verwenden oder weil es irgendwie technisch avanciert ist oder technologisch avanciert ist, was wir machen, sondern es ist ganz klar, dass es das ist natürlich eine illusorische, eine unterkomplexe Vorstellung, so funktioniert es nicht, aber die Idee war, wir kriegen, wenn wir ein so abgehalftertes Medium nehmen, kriegen wir 100% Inhalt. Und so wie man auch vom Song 100% Inhalt kriegt, wenn man ganz viel Irres erzählt, Texte macht und so weiter. Ja, und letztlich noch, was ich auch nicht unerwähnt bleiben soll, die Band Ornament und Verbrechen, die in Ost-Berlin gewirkt hat, mit angeleitet von Ronald und Robert Lippock, die ja heute noch so, sehr, so aktiv sind als Band Torokoko Rot, sehr tolle Musik machen. Ich habe das damals, das war Mitte der 80er Jahre, ein bisschen später, als die genialen Dilettanten angefangen haben, ich habe das kaum mitbekommen. Habt ihr das mitbekommen, was in Ost-Berlin abgegangen ist, Wolfgang? Also wir sind öfters rübergegangen und haben auch ein Konzert gemacht mal, ein illegales. Und da hat damals Käthe dann in ihrem Dutt die Tape versteckt, also so reingebaut. Und haben dann irgendwie in so einer Fabriketage ein Konzert gemacht. Und ab und zu haben wir Leute getroffen. Wir haben auch Post gekriegt aus Polen zum Beispiel. Da gab es so kleine Independent-Labels, so Tapes haben die gemacht. Also es gab schon Kontakte. Mhm. Die sind halt nicht offiziell gewesen. Ne? Aber die waren euch bekannt als Band? Waren euch die bekannt, Ornament und Verbrechen? Ja, ja. Also ja? Der Heiner Müller, da gab es eine Party im Merve-Verlag und dann hat er von dem Genial-Dilettanten-Buch halt so 20 Stück mitgenommen in sein Diplomatengepäck und die kursierten dann am Prenzlauer Berg in der Szene und wurden da auch von den Lippock-Brüdern gelesen und so weiter. Also es gab schon irgendwie Kontakt und einen Austausch. Und wir wussten ja, dass da irgendwie auch interessante Leute was machen. Okay, ich möchte also zum Schluss noch Moritz Reichelt, Moritz R. vom Plan zitieren, mit dem ich hier durch diese Ausstellung gegangen bin, oder mein Kollege Ralf Summer vielmehr, und der hat uns dann gesagt, eigentlich dürfte man jetzt gar nicht hier stehen und irgendwie so ein braves Interview geben. Es spricht gar nicht dem Geist der genialen Dilettanten. Man müsste irgendwas anderes machen, eine Aktion und so. Da können wir sehen. Komisch. Ist komisch. Es passt vor allem gut zu ihm gar nicht. Es passt zu ihm. Er ist doch immer so ein sehr konstruktive. Also ich bin insofern, insofern sind wir doch mit unserer relativ konventionellen Podiumsdiskussion ganz zufrieden. Ich hoffe, Sie auch und wünsche einen schönen Heimweg.